Hallo Heinz. Hallo. Wie geht es dir? Boah, durchwachsen. Turbulente Wochen hinter dir gehabt. So ist es ja, genau. Genau, deswegen sind wir auch da. Ich wollte mal von dir hören, was da eigentlich in den letzten Wochen los war. Du warst ja Mitglied im Aufsichtsrat der Wildauer Wohnungsgesellschaft hier und hast dann ein Grundstücksgeschäft, Informationen dazu offengelegt und daraufhin ging so ein richtiges kleines Erdbeben los. Du wurdest dann aus dem Aufsichtsrat abgewählt und mit juristischen Klagen überzogen. Exakt, genau. Ja. Und da wollen wir natürlich ein bisschen mehr darüber wissen, was du da eigentlich genau gemacht hast, das solche Reaktionen ausgelöst hat. Also am 19. Mai bin ich abberufen worden, vorher von der Stadtverordnetenversammlung abgewählt, weil ich im Aufsichtsrat dieses Grundstücksgeschäft öffentlich gemacht habe, das unter dubiosen Bedingungen stattgefunden hat. Am besten fahren wir mal zu Vigo. Ja, total gerne. Ja? Okay. Super, machen wir. Aufgrund einer richterlichen Anordnung darf Heinz nicht mehr konkret darüber sprechen, aber in den Medien wurde berichtet, dass dieses städtische Grundstück weit unter Wert, ohne Ausschreibung, und unter dubiosen Bedingungen verkauft werden sollte. Also wir sind jetzt hier vor dieser Wildauer Wohnungsbaugesellschaft, wo alles begann, wo du dann auch aus dem Aufsichtsrat abberufen wurdest. Das begann alles mit dem Grundstücksverkauf für die Engelstraße 56-57. Und wir haben dann eine Sonderstadtverordnetenversammlung. Das sollte alles ganz geheim ablaufen. Die Bürgermeisterin hat, wir haben es auf die Tagesordnung in der normalen Sitzung gesetzt, hat sie gesagt, das ist geheim, über Aufsichtsrat rede ich nicht. Und das ist natürlich Blödsinn, weil die Stadtverordnetenversammlung darf alles erfahren, was hier passiert ist. Da gab es eine Sonderstadtverordnetenversammlung und über einen Zeitraum von 3 Monaten ist es dann hinterher gelungen, dass die Privatisierung dieses Grundstücks zu verhindern. Auf der ersten Sonderstadtverordnetenversammlung waren 100 Bürger Wilders, da begann die Politisierung. Inzwischen ist das so, dass alle in der Stadt darüber reden. Wir haben die Kundgebung jetzt. Ich wollte gerade sagen, dass der Verkauf verhindert wurde, war ja nicht das Ende der Geschichte, sondern so eigentlich geht es erst los. So ist das. Kann man sagen, dass es hier so einen eigenen Wildauer Immobilienfilz gibt? Oder? Ja, das würde ich, so weit würde ich nicht gehen, weil ich nicht beweisen kann. Und und das würde auch teuer sein. Es gab ja im Zusammenhang mit der, dass er die zweite Geschichte mit dem Immobilienverkauf, das erklärt auch die Heftigkeit der Reaktion im Korruptionsverfahren. An Ermittlungen gegen Korruption gegen Frau Rummuth, weil der Investor die Siegesfeier der Bürgermeisterin finanziert haben soll. Und wer welche Interessen warum bedient, das ist einfach noch unklar. Das muss man Rufin rausfinden. Also dafür sind die ja da. Genau, das ist ja die eine Konsequenz. Die andere ist, dass du abberufen worden bist aus dem Aufsichtsrat. Ja, und dass ich natürlich mit juristischen Verfahren überzogen wurde. Das ist das Nächste, ja. Da sitzen jetzt die Anwälte der Stadt und haben gegen mich eine strafbewährte Unterlassungserklärung, eine einstweilige Verfügung. Deshalb kann ich hier auch nie alles sagen. Erwirkt und mit einer Strafanzeige gedroht. Ich habe noch eine weitere strafbewährte Unterlassungserklärung bekommen. Und das kann, je nachdem, natürlich auch teuer werden. Dahinter steckt eine Strategie, klar, die nicht nur, mir hat mal jemand gesagt, das muss ich nicht persönlich nehmen, weil das ist der Aufbau von wirtschaftlichem Druck. Das soll dazu dienen, mich mundtot zu machen und finanziell auszutauen. Aber das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Zumal du auch viel Unterstützung erfährst. Ja, das ist so. Ja. Also, wenn man die Stadtgesellschaft, die Frau Hummuth hat die Bürgermeisterwahlen gewonnen, aber die hat heute keine Mehrheit mehr in der Stadtgesellschaft. Und ich werde auf der Straße angesprochen von Mitgliedern der CDU und von der SPD, die sagen, dass sie das ganz toll finden, dass sich jemand da wirklich mal wehrt. Und also für die bin ich so ein Garant für Transparenz und auch für Demokratie. Ja, und ihr habt ja auch sogar eine kleine Demo hier organisiert. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht mal zum Rathaus gehen. Für über 200 Menschen von 10.000, das ist schon sehr viel. Ja. Wenn man das auf Berlin hochrechnet, wären das 75.000 Leute. Ja. Wir können gerne dahin gehen. Ja. Ja, und dann erzählst du uns da vielleicht mal auch, wie jetzt die politischen Konsequenzen aus dem ganzen Fall sind. Es haben sich auch viele bei dir gemeldet, hast du erzählt, die sich nicht zur Demo getraut haben, aber dir rückgespiegelt haben, sie wären gerne gekommen, weil sie das an sich unterstützen. Also Beschäftigte von städtischen Betrieben unter Vivo, die dann gesagt haben, nee, besser mache ich das nicht im Moment, weil die Bürgermeisterin, also das Problem bei ihr ist, sie kennt nur Freund oder Feind. Das ist natürlich für eine Bürgermeisterin eine absolute
schlechte Qualifikation. Da muss man mit allen arbeiten. Vor allem braucht man ja, für diese Stadt stehen große Probleme. Also wir wollen nicht, dass es hier ein reichen Ghetto wird, weil natürlich die Finanzinvestoren aus Berlin, die kaufen hier jedes Grundstück. Ja. Und du bist jetzt hier vor Ort so ein bisschen das Gesicht der lokalen Opposition wahrscheinlich auch geworden? Vielleicht das Bekannteste, aber die lokale Opposition besteht nicht nur aus mir. Mitglieder der Linken sind manchmal das organisatorische Rückgrat und sind auch anerkannt. Ja. Aber es ist keine reine Linkenbewegung. Sonst wäre die auch nur von, wo wir hier 20% der Stimmen haben, sonst wäre die auch nicht so groß. Und das wäre auch einengend. Also das würde ich auch gar nicht begrüßen, wenn es eine rein Linkenbewegung wäre. Jetzt hast du gesagt, die Linke ist ein Akteur von vielen in den Protesten, aber auch kein unwichtiger. Und gleichzeitig sagt man ja oft, in den großen Städten ist es für die Linke leichter mit vielen Mitgliedern. Hier sind es verhältnismäßig wenig Mitglieder. Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, da kann man jetzt total viel daraus lernen, auch für andere Kreisverbände, die ähnliche Größenordnung haben. Die Politisierung in so kleinen Städten, vor allem das eigene Gesicht zu zeigen, ist nicht so einfach wie im anonymen Berlin. Ja? Aber ich glaube, wir müssen als Linke, kann man da auch einiges daraus lernen. Weil ich habe den Eindruck, wir haben ja unglaublich viele Fachleute in der Linken, aber das sind vor allen Dingen Menschen, die ein bisschen aus der DDR kommen, als gute Fachleute eine Kommune auch gut führen können. Hier zum Osten meinst du? Ja, klar. Im Osten, im Bundesland. Auf der anderen Seite haben wir es heute mit großen sozialen Verwerfungen, mit Interessenkonflikten zu tun, also auch mit, was man Klassenkampf bezeichnet, ganz einfach. Und die Linke muss klar und deutlich sagen, auf welcher Seite sie steht und klar und deutliches Profil haben. Und dass wir eben gegen Privatisierung sind und dass man weiß, was man eigentlich von dieser Partei halten muss. Ja, jetzt hast du ja mit deinem Fall dazu beigetragen, dass die Linke auch wieder sichtbar geworden ist in dem Ort. Fall, ja. Nur hat das natürlich auch Konsequenzen für dich. Du hast jetzt noch ein paar juristische Auseinandersetzungen vor dir. Wie kann man dich jetzt unterstützen? Ich würde sagen, die wichtigste Unterstützung, die ich hier habe, ist die Öffentlichkeit. Also die Unterstützung der Leute. Und wenn das teuer wird, dann werden wir auch eine Spendenkampagne machen, ein Spendenkonto. Das werden wir auch hier machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Spenden bekommen werde von Menschen, die nicht Mitglieder der Linken sind. Ja. Aber das kann leicht in den fünfstelligen Bereich. Es kann, es muss nicht. Hängt ja davon ab, wie die Prozesse ausgehen oder wie wir uns da reintreiben oder mich da reintreiben. Da bräuchte ich schon die Solidarität. Es wird auf jeden Fall die Unterstützung geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre gut, ja. Wir drücken dir natürlich jetzt die Daumen, dass das juristisch auch in deinem und unserem Interesse ausgeht. Also vielen Dank erstmal für den Besuch in Wildau. Eine schöne Stadt.